Hallo und herzlich willkommen bei Bild Live. In wenigen Momenten wird Armin Laschet sprechen, und zwar das allererste Mal als Kanzlerkandidat der Union. Denn seit heute steht fest, der Machtkampf hat ein Ende innerhalb der CDU und CSU. Es gibt einen Kanzlerkandidaten, und darüber wollen wir hier natürlich vorher etwas sprechen. Wir sehen bereits die Live-Bilder bei mir im Studio. Mein Kollege und Bild-Vize Paul Ronsheimer und außerdem unser Bild-Politikchef Jan Schäfer. Jan, was wird er da wohl gleich sagen? Wie wird er sich zeigen? Die letzten Ansprachen von ihm waren ja schon sehr staatsmännisch. Er hat sich schon probiert sozusagen als Kanzler in der Ansprache. Wird das gleich genauso sein? Und vor allem, inwiefern wird er nochmal auf Markus Söder eingehen? Also er wird mutmaßlich, wir können ja immer nur in die Glaskugel schauen vor so einem Statement, aber natürlich nochmal sagen, dass er jetzt offiziell als Kanzlerkandidat antritt, dass er das Votum des Bundesvorstands hat, dass er sich bedankt auch für den tollen Wettbewerb mit Markus Söder, dass er sich für dessen Unterstützung auch bedanken wird. Und vielleicht gibt er auch schon den ein oder anderen Hinweis, wie sein Team aussehen könnte, mit dem er in den Wahlkampf zieht. Er wird sicherlich sagen, dass er jetzt versucht, die gesamte Partei zu einem, CDU, CSU, alle, die für, aber alle, die auch gegen ihn waren, mitzunehmen und das Wahlziel ausrufen, natürlich den nächsten Bundeskanzler zu stellen. Aber irgendwie ist das ein bisschen traurig, Paul. Wie findest du das? Da steht jetzt einfach Armin Laschet gleich. Und wenn man das so kennt aus anderen Ländern, wenn da ein Kandidat für das höchste und wichtigste Amt im Staat gekürt wird, dann denkt man doch ein, da müsste Konfetti regnen. Da müsste eigentlich irgendwie müssten Fanfaren sagen, jetzt da ist er, der Mann, der es werden soll. Ein bisschen wie die Grünen ja auch gestern gemacht haben. Und jetzt stellt sich Armin Laschet gleich hin vor so eine trostlose Wand und sagt, ja, ich mach's. Hättest du dir das anders gewünscht? Naja, es ist ja so, Jan, dass das jetzt sozusagen eine Pressekonferenz nach der ersten Einigung ist. Es muss ja dann, glaube ich, noch einmal durch gewisse Gremien, und dann gibt es die offizielle Nominierung, möglicherweise verbunden dann auch schon mit programmatischen Ideen, was auch immer man sich einfallen lassen will. Aber allerdings denke ich, und du hast es vorhin schon angesprochen, das richtige Zeichen wäre gewesen, wenn Markus Söder und Armin Laschet dort heute gemeinsam stehen, so wie Robert Habeck und Annalena Baerbock es vorgemacht haben, wenn Markus Söder gesagt hätte, warum Armin Laschet der richtige Kandidat ist. Das wäre ihm natürlich schwer gefallen, aber es wäre das Richtige gewesen. Es wäre das Richtige gewesen. Es ist heute aber nicht so gekommen. Markus Söder hat sich bereits geäußert um 12 Uhr in München, ist dafür also nicht mit Armin Laschet zusammengekommen in Berlin, in Düsseldorf oder eben in München, sondern an der Seite von Markus Blume gab es ein sehr knappes Statement. Wir wollen da noch einmal reinschauen. Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Jungen Union. Mein Wort, das ich gegeben habe, gilt seit einer Woche. Wir haben ein Angebot gemacht. Wir wären bereit gewesen, unserem Land zu dienen in der zentralen Spitzenfunktion und Position der deutschen Politik. Und wir haben für dieses Angebot unglaublich viel Zuspruch erhalten. Ich habe Armin Laschet angerufen und habe ihm gratuliert, habe ihm auch gesagt, dass wir jetzt als CSU akzeptieren. Wir haben ihm auch die volle Unterstützung angeboten als CSU in diesem, wie ich glaube, außerordentlich schwierigen Wahlkampf, den es geben wird. Und wir werden ihn ohne Groll mit voller Kraft unterstützen. Das kann ich für mich ganz persönlich, aber ich glaube auch für unsere CSU sagen, das werden wir tun. Ohne Groll, das wird sich wohl in den kommenden Tagen und Wochen dann wirklich zeigen, wie viel Unterstützung Armin Laschet dann vor allem aus dem Söder-Lager bekommt. Wir wollen Ihnen jetzt aber noch einmal vorstellen, den Mann, der jetzt also in dieses Superwahljahr und vor allem in die Bundestagswahlen für die Union als Kanzlerkandidat einziehen wird. Armin Laschet ist der nächste Kanzlerkandidat der Union. Er hat die entscheidende Stufe genommen und sich im Machtkampf gegen Markus Söder durchgesetzt. Ein Jahr lang lief dieses Duell. Bei Bild Live hatte CDU-Chef Armin Laschet klargemacht, ja, ich will. Aber natürlich weiß man, wenn man Vorsitzender der CDU Deutschlands wird, nach einem langen Wettbewerb, dass auch die Erwartung da ist, dass man bereit ist, Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Und insofern war mir das schon klar. Laschets Problem, CDU-Chef Markus Söder sagt, ich will auch. Ich traue mir die Aufgabe zu. Ich traue mir die Aufgabe zu. Das Duell um den Kanzlerstuhl, jetzt findet es vor Millionen Augen statt. Wer hat jetzt die stärkeren Nerven und wer zuckt zurück? In der Nacht zum Montag eskaliert dieser Nervenkrieg. Söder kommt mit dem Privatjet nach Berlin, kurz danach rückt auch Laschet in der Hauptstadt an. Es beginnen stundenlange Verhandlungen und Beratungen, erst in der Nacht, dann auch am Tag.
und dann die Entscheidung, es wird Armin Laschet. Der Ministerpräsident ist Sohn eines Bergmanns, katholischer Christ aus Aachen, Vater von drei Kindern. Seit 2017 ist Armin Laschet der kleine König von NRW. Nun greift er nach der Krone für ganz Deutschland. Ja, nun wird er in wenigen Momenten das erste Mal vor die Presse treten als der neue Kanzlerkandidat. Also Paul hat es gerade schon gesagt, ein paar Formalitäten müssen da noch passieren. Aber Jan, dieser doch ziemlich lange und ziemlich öffentliche Machtkampf, den wir da jetzt gesehen haben, der diese Woche dann mehrere Höhepunkte hatte, ist damit also jetzt offiziell beendet? Er ist offiziell beendet, das kann man so sagen. Und Machtkampf klingt ja manchmal so ein bisschen negativ. Ist eigentlich eine tolle Sache. Eine Partei hat die Chance, mit zwei Leuten an der Spitze zu wählen. Wer ist eigentlich der Bessere? Für uns, die Parteimitglieder, Delegierte haben diese Chance. Und es ist eine Auswahl, die da stattfindet. Das ist im Prinzip ja etwas Gutes. Wettbewerb ist immer gut, weil es dann um den wirklich Besten geht. Die Frage ist nur, wie wird dieser Wettbewerb entschieden? Und die Union hat, das haben wir in den vergangenen Wochen und gerade in den letzten Tagen ja wirklich erlebt, die letzten Stunden waren an Dramatik nicht zu überbieten. Es gab kein richtig geregeltes Verfahren, wie dieser Machtkampf eigentlich zu einem Ende kommt. Das ist ein großes Defizit, ein großes Manko, was die Union hat und was schleunigst behoben werden muss. Jetzt ist auch eine große Frage, die vor allem Armin Laschet und sein Team sich stellen müssen. Wie wird er es schaffen, die Union hinter sich zu vereinen? Wir haben jetzt immer wieder Menschen aus der CDU, aus der CSU gehört, die eigentlich für Markus Söder gewesen wären, jetzt aber auch sagen, wir stehen alle hinter Armin Laschet. Das ist einfacher zu sagen, als es dann tatsächlich umzusetzen ist. Was muss er jetzt machen, um von Anfang an ganz klar der Kandidat von allen, vor allem auch von der Basis zu werden? Ja, ich glaube, es braucht viele Schritte, Nele. Da braucht es personelle Schritte, er braucht jetzt ein Team. Armin Laschet hat immer gesagt, er ist ein Team, da muss er Köpfe, die vielleicht auch sehr, sehr populär sind, mit sich verbinden. Er muss schnell zeigen, dass er im ganzen Land unterwegs sein will, nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Er muss vor allem in den Osten fahren der Republik, wenn das auch wieder mit Corona sozusagen möglich ist, um da die Landesvorsitzende, aber auch die Basis, du sprichst es an, auf seine Seite zu ziehen. Gleichzeitig denke ich, ist es wichtig für Armin Laschet zu zeigen, dass die Umfragewerte nach oben gehen. Denn nur das bedeutet, dass am Ende vielleicht etwas mehr Ruhe reinkommt. Stellen wir uns das Horrorszenario vor. Armin Laschet startet jetzt als Kanzlerkandidat und dann fällt er weiter in den Umfragen. Da möchte man nicht in Armin Laschets Haut stecken. Und vor allem weiß man nicht, was dann aus Bayern kommt. Also er muss dringend in den Umfragen nach oben kommen. Das muss das primäre Ziel sein für ihn. Umfragen, ein Wort, das vor allem jetzt in den letzten Wochen immer wieder gefallen ist, zugunsten von Markus Söder in dem Fall immer. Man hat gesehen, da benutzt jeder Umfragen anders, als es ihm halt passt. Manche sagen, Umfragen sind das Wichtigste, vor allem im Team Söder. Team Laschet sagt, Umfragen heißen gar nicht so viel, da kann sich viel ändern. Müsste man dann da nicht den Kurs weiterfahren und zu sagen, Umfragen, darauf haben wir bis jetzt nicht so geachtet, das ist jetzt auch nichts Wichtiges? Oder muss man sich irgendwann eingestehen, natürlich müssen wir auf die Zahlen achten, die zeigen, was die Menschen von uns wollen, von uns halten. Das Phänomen der Umfrage ist ja, dass sie immer eine Momentaufnahme ist. Und das bedeutet, es kommt entscheidend darauf an, wann eine Umfrage gemacht wird. Wenn ich eine Umfrage ein Jahr vor einem Wahltag mache, dann habe ich noch Zeit, bis zum Wahltag, wenn ich beispielsweise sehr schlecht in dieser Umfrage abschneide, aufzuholen. Wenn ich so eine Umfrage vor einer Wahl direkt davor mache, also ein, zwei Tage vorher, und diese Umfrage ist schlecht, dann wird es schwierig. Und dann ist eine Umfrage sehr entscheidend, um festzustellen, habe ich eigentlich eine Chance bei der Wahl oder nicht. Das heißt, Armin Laschet, der jetzt 5 Monate vor der Bundestagswahl in Umfragen sehr, sehr weit hinten liegt, beziehungsweise die Union liegt noch vorne, aber hat einen sehr, sehr schlechten Wert mit 26-27%, hat jetzt noch 5 Monate Zeit, deutlich aufzuholen. Deswegen ist der aktuelle Umfragewert eher ein Alarmsignal, aber noch nichts Endgültiges. Und es geht jetzt darum für Armin Laschet, natürlich dieses Alarmsignal auch zu sehen, zu erkennen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Jetzt sagen wir immer wieder, es ist das Superwahljahr. Wir haben bereits 2 Wahlen im März gesehen und dann am 26. September zum einen Bundestagswahlen, aber auch in mehreren Bundesländern wird am selben Tag noch weiter gewählt. Welche Rolle spielt Armin Laschet vor allem jetzt auch für diese einzelnen Bundesländer? Wir haben ja jetzt immer wieder verschiedene Länderchefs gehört, die ihn wollten oder eben nicht wollten, weil sie natürlich auch auf ihre eigenen Abgeordneten, auf ihre eigenen Zahlen schauen. Wie wichtig ist es, da einen starken Kandidaten zu haben, um bei nicht nur den Bundestagswahlen, sondern auch Landtagswahlen dann stark herauszukommen? Ein starker Kandidat ist immer wichtig.
Und es gab zwei Landtagswahlen Mitte März. Armin Laschet war zu dem Zeitpunkt schon 2 Monate CDU-Vorsitzender. Diese beiden Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind krachend verloren gegangen für die CDU. Da gab es viele, die gesagt haben, das ist nicht Armin Laschet schuld, weil er erst 2 Monate lang im Amt war. Das ist einerseits richtig, andererseits hat er im Vorfeld der Wahlen auch keine entscheidenden Akzente gesetzt. Und jetzt gibt es Anfang Juni, also Anfang Juni in gut 6 Wochen eine Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Also dort, wo der Ministerpräsident auch gestern in der Sitzung wieder gesagt hat, ich bin für Markus Söder und nicht für Armin Laschet. Also Ministerpräsident Haseloff hat die große Sorge, dass mit Armin Laschet seine CDU dort nicht den Sprung über die 30% schaffen wird. Und am Ende geht es genau darum, ich brauche eine starke Person, eine starke Führungsfigur. Und die Frage wird sein, kann Armin Laschet diese Stärke auch den Wählern dokumentieren, und zwar bis zum Wahltag am 26. September? Wir hatten jetzt hier einige lange Nächte und lange Tage rund um diese Personalfrage. Im letzten Jahr waren wir das eher gewohnt, wenn es um Corona-Politik ging, die jetzt etwas gefühlt hinten anstand. Meinst du, nach heute können sich alle wieder mehr darauf konzentrieren? In den letzten Tagen ging es vor allem in der Union ja sehr um sich selber. Ja, wir haben jetzt eine Kanzlerkandidatin bei den Grünen und wir haben einen Kanzlerkandidaten bei der Union. Damit steht das Feld. Das heißt, ab morgen, Nele, neben einer möglichen innenpolitischen Posse oder innerparteilichen Posse, die bei der Union noch weitergeht, wird es wieder vor allem um das Pandemiegesetz gehen, um den Bundeslockdown, um die Ausgangssperre. Das war ja immer weiter Thema auch in den vergangenen Tagen und beschäftigt die Menschen wahnsinnig. Aber natürlich, gerade die Union, die Ministerpräsidenten waren abgelenkt. Sie werden sich ab morgen wieder voll ausschließlich darauf konzentrieren. Jetzt konzentrieren wir uns gerade alle darauf, dass Armin Laschet jeden Moment spricht. Wir warten dann auch kurz drauf. Paul, sag uns, was ist Armin Laschet für ein Politiker? Für was steht er? Auf was müssen sich die Menschen, die ihn bisher vielleicht noch nicht so gut kennen, jetzt einstellen? Was muss man wissen? Von Armin Laschet muss man wissen, dass er, zumindest galt er bislang als derjenige, der die Ära Merkel weiterführen möchte, am ehesten zumindest von denjenigen, die bei der Union zur Wahl stehen. Er stand für die Flüchtlingskrise, für den Flüchtlingskurs von Angela Merkel. Er stand auch für die Europapolitik der Kanzlerin. Er war selbst einmal Europaabgeordneter und er steht als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen auch für einen wirtschaftsfreundlichen Kurs, gerade im Zusammenspiel mit der FDP. Ja, auf was muss man sich einstellen? Armin Laschet ist sehr christlich, ist in der katholischen Kirche mehr oder weniger groß geworden, kann man sagen. Er war Ministrant, er hat dort seinen Weg gemacht, er hat dann auch für eine Kirchenzeitung gearbeitet. Er war also Journalist und ist dann in die Politik gegangen. Armin Laschet hat dann seinen Weg im Bundestag gemacht, im Europaparlament, ist dann weiter in Richtung Nordrhein-Westfalen. Da unterlag er zunächst bei einer Kampfabstimmung Norbert Röttgen im Jahr 2010, der dann angetreten ist. Dann hat er es nochmal versucht, dann wurde er schließlich Landesvorsitzender und hat es dann geschafft, Hannelore Kraft aus dem Amt zu jagen. Das war im Jahr 2017. Also, was er bewiesen hat, er kann Wahlen gewinnen. Armin Laschet sagt von sich selbst, ich führe Menschen zusammen, ich bin ein Teamplayer, ich gehe nicht sofort raus und möchte mit dem Kopf durch die Wand und vielleicht ein schnelles Thema setzen, sondern er durchdringt die Dinge und versucht so am Ende zum Ziel zu kommen. Jan, also er kann Wahlen gewinnen, er kann regieren, das zeigt ja Nordrhein-Westfalen und er betont es da auch sehr gerne. Das ist natürlich kein unwichtiges Land, er regiert schon sehr viele Deutsche dort als Ministerpräsident. Sind das Sachen, die tatsächlich helfen, sollte er am Ende Bundeskanzler werden, oder ist das nochmal etwas komplett anderes, kaum zu vergleichen mit dem Job eines Ministerpräsidenten? Also wir haben jetzt ja gerade über die letzten 8, 9 Tage einen beinharten Machtkampf mit Markus Söder, auch einem zentralen, wichtigen Offizier in der Union. Und diesen Machtkampf hat Armin Laschet für sich gewonnen. Das muss man mit dem heutigen Tage auch so konstatieren. Und jetzt kann man sagen, das muss man auch erst mal schaffen. Markus Söder ist nun alles andere als ein politisches Leitbild. Und jetzt wollen wir einmal direkt zu Armin Laschet schauen, denn er spricht jetzt das erste Mal als Kandidat der Union im Kanzlerrennen. Der CDU, Ministerpräsident Armin Laschet und Generalsekretär Paul Ziemiak. Zuerst spricht Herr Ziemiak und dann Herr Laschet, dann wird es Fragen, Möglichkeit für Fragen geben. Herr Ziemiak, bitte. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch von meiner Seite herzlich willkommen hier im Konrad-Adenauer-Haus.
Es ist eine entscheidende Zeit für unsere Partei, für CDU und CSU, aber es ist vor allem eine entscheidende Zeit für unser Land. Und deshalb möchte ich zunächst einmal darauf hinweisen, das wichtigste Thema derzeit ist die Bekämpfung der Pandemie. Das bestimmt unser Land und kein anderes Thema ist so wichtig. Und deswegen bleibt auch die Bekämpfung der Pandemie der Gradmesser für uns als Union. Das heißt, Verantwortung tragen in diesen Zeiten, aber auch in der Zukunft. Und das leitet uns als Union. 5 Monate bis zur Bundestagswahl, einer Vertrauenswahl für die Zukunft Deutschlands. Gestern Abend hat Armin Laschet als Kanzlerkandidat das Vertrauen der CDU Deutschlands erhalten und heute das Vertrauen der CSU. Unser Dank als CDU gilt Markus Söder und auch Markus Blume und der gesamten CSU für Fairness und für die Unterstützung. Das ist die Stärke der gemeinsamen Union. Nach einer sehr langen und sehr offenen Sitzung, wo alle Argumente und Positionen ausgetauscht wurden, hat der CDU-Vorstand eindeutig entschieden. Jedem wurde Raum gegeben, über 60 Wortmeldungen in dieser unglaublich langen Sitzung. Armin Laschet hat als Bundesvorsitzender der CDU nicht nur für Offenheit und Transparenz gesorgt, sondern er hat diese immer wieder auch während der Sitzung eingefordert. Mir haben heute Mitglieder des Bundesvorstandes nochmal im Nachgang berichtet, dass sie sich nicht erinnern können, wann das letzte Mal so lange, so intensiv, so fair und vor allem so offen diskutiert wurde. Alles ist auf den Tisch gekommen. Alle Argumente, alle Erkenntnisse, alle Positionen, auch und vor allem natürlich auch das Meinungsbild in den verschiedenen Regionen Deutschlands an der Basis, in den verschiedenen anderen Gremien ist erörtert worden. Aber am Ende, und so ist es in einer Demokratie, gibt es eine Entscheidung. Und Armin Laschet hat auch nicht nur in der Sitzung gestern, sondern auch in seinem ganzen Leben und auch in den Jahren in Funktion, in Partei und auch in Regierungsämtern bewiesen, er ist stark, insbesondere wenn es darauf ankommt, und das haben wir gestern wieder erlebt. Wir sind davon überzeugt, dass diese Bundestagswahl nicht nur eine Vertrauenswahl ist, sondern vor allem auch eine Richtungswahl. Es geht darum, ob wir den Kurs der Mitte in Deutschland fortsetzen oder ob unser Land von einem Linksbündnis regiert wird. Das wollen wir verhindern. Für diesen Kurs der Mitte steht Armin Laschet und die gesamte Union. Wir sind der Garant als CDU und CSU, dass Deutschland in der Mitte bleibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Armin Laschet ist deshalb auch der Kanzlerkandidat einer starken Union. Er ist der Kanzlerkandidat der gesellschaftlichen Mitte in Deutschland. Armin Laschet hat, und das wissen wir alle in der CDU und auch in der CSU, er hat die Kraft und die Ideen, um Deutschland zu erneuern, damit Deutschland auch in Zukunft ein wirtschaftlich starkes Land ist. Armin Laschet ist ein leidenschaftlicher Europäer. Das ist vielen, auch gerade vielen Jüngeren, besonders wichtig. Armin Laschet steht für Zusammenhalt. Er kann führen und er kann zusammenführen. Armin Laschet ist ein erfahrener Regierungschef. Das ist auch wichtig für ein so großes Land wie Deutschland. Und deswegen lassen Sie mich ganz persönlich, aber auch im Namen der CDU sagen, auch für die Union am heutigen Tage, für die gesamte Union, Armin Laschet ist der richtige Kanzler für Deutschland. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Tagen eine sehr intensive, eine sehr transparente, eine sehr offene Debatte geführt. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, weil es schließlich um etwas geht. Es geht im September um eine wegweisende Entscheidung für die Zukunft unseres Landes. Die muss sorgsam abgewogen werden. Alle Argumente müssen auf den Tisch, aber es kommt auch der Moment der Entscheidung und der war gestern Abend. Und wir haben entschieden, welches personelle Angebot CDU und CSU machen. Wir sind in der CDU, der CSU dankbar für den guten, fairen Umgang in einer sehr weitreichenden Entscheidung, auch in einer sehr persönlichen Entscheidung.
Und gut und vertrauensvoll, das gilt, und auch das will ich am heutigen Tag betonen, für das persönliche Verhältnis von Markus Söder und mir. Die CSU hat durch ihre Entscheidung vom gestrigen Tag die Entscheidung der CDU ermöglicht. Das ist ein großer Vertrauensbeweis. Und Markus Söder hat gesagt, der Bundesvorstand der CDU muss entscheiden. Und in diesem Bewusstsein hat der Bundesvorstand gestern ein sehr deutliches Votum getroffen. Und ich danke Markus Söder dafür, dass er der CDU und auch mir persönlich die Unterstützung der CSU und auch des Parteivorsitzenden der CSU zugesagt hat. Paul Ziemiak hat das erwähnt, viele langjährige Mitglieder haben gesagt, so transparent, so offen haben wir in diesem Gremium vielleicht noch nie diskutiert. Ich wünsche mir, dass diese Kultur der Transparenz auch in Sachentscheidungen in der Zukunft die Arbeit der CDU auszeichnet. Denn die Fragen, die vor uns liegen, brauchen genau diese Transparenz, brauchen das Pro und Contra. Durch Diskussion entsteht Lebendigkeit in der Demokratie, entsteht moderne Demokratie im 21. Jahrhundert. Alle Positionen wurden gehört und ausgetauscht. Und der Bundesvorstand ist ja das Gremium, wo auch alle vertreten sind. Alle Landesvorsitzenden, alle Vereinigungen, die für die CDU traditionell sehr wichtig sind, der Sozialflügel und der Wirtschaftsflügel, die Jungen und die Alten, die Frauenunion, die Kommunalpolitiker, alle haben ihre Position eingebracht. Und dieser Bundesvorstand vereint auch die beiden Fraktionen. Das Votum der CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist wichtig. Das Votum unserer Kollegin im Europäischen Parlament ist wichtig, denn die Entscheidung, wer Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist, ist immer zugleich auch eine Frage, auf die viele Menschen in ganz Europa blicken. Und ich weiß auch, dass sich manche eine andere Entscheidung gewünscht hätten. So ist das in einer Demokratie, bei der dann am Ende unter Gewichtung aller Argumente am Ende entschieden wird. Ich bin Markus Söder dankbar, dass er gestern noch einmal die Bedeutung der repräsentativen Demokratie unterstrichen hat. Der Konsens in einer Gesellschaft, die zunehmend polarisiert ist, kann nur in gemeinschaftlichen Institutionen gelingen, in den Parteien und am Ende auch im Parlament als dem Ort, in dem diskutiert wird und am Ende auch entschieden wird. Ab jetzt zählt, welche Partei hat die besten Konzepte für die Zukunft unseres Landes? Wer formiert das beste Team, um die Herausforderungen zu bewältigen? Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass die Union, CDU und CSU jetzt als Team in den Wahlkampf gehen. Die CDU gewinnt diese Wahl nicht ohne die CSU und umgekehrt. CDU und CSU sind Schwestern, ein in der deutschen Parteiengeschichte einzigartiges Phänomen. Die CDU kandidiert in 15 Ländern, die CSU kandidiert in Bayern. Und mit diesem Modell sind CDU und CSU Stabilitätsanker unserer Republik geworden und immer wieder in den unterschiedlichen Phasen auch Modernisierungsmotor unseres Landes. Und gemeinsam werden wir dieses Land in die Zukunft führen. Und Markus Söder wird eine zentrale Rolle dabei spielen für die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Ich werde mich weiterhin täglich, zweitäglich, wöchentlich, wann immer es nötig ist, mit ihm abstimmen. Und diese Abstimmungen sind trotz eines Wettbewerbs und unterschiedlicher Akzente in den letzten Tagen
immer von dem Willen getragen, am Ende zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Und ich freue mich darauf, dass bei den Entscheidungen, die anstehen, wir auch dieses gemeinsam schaffen. Was wir in der Pandemie gelernt haben, sind neue Formate. Diskussionen unmittelbar mit den Kreisverbänden, mit unseren Mitgliedern. Und wir werden dieses stärken. Ich will den Dialog, ich will die innovativen Formate, denn durch jede dieser Diskussionen erfährt man viel über die Vielfalt in unserem Land und die Arbeit vor Ort. Als ich in die CDU in meiner Jugend eingetreten bin, habe ich das nie mit der Vorstellung gemacht, einmal Bundeskanzler zu werden. Meine Motivation war damals voller Idealismus, einen Beitrag zu leisten zu einer besseren Welt und das Leben von Menschen konkret zu verbessern, was immer in der Kommunalpolitik beginnt. Für mich war aber auch wichtig, dass Politik nie nur reden ist, sondern auch zuhören. Menschen zuhören, die durch ihre eigene Schilderung ihres eigenen Lebens zu politischen Entscheidungen einen Beitrag leisten. Zuhören, entscheiden, handeln, das waren für mich drei Leitplanken, die mich bis zum heutigen Tag prägen. Und Paul Ziemiak hat das erwähnt, bei allem, was wir über die Zukunft denken, kommt es jetzt darauf an, die Pandemie zu bekämpfen. Das ist das Wichtigste, Leben zu retten in diesen letzten Wochen und Monaten, bis wir es geschafft haben, dass ein Großteil der Menschen in unserem Land geimpft sind. Und deshalb steht das auch im Mittelpunkt der Beratungen der Bundestagsfraktion und des Deutschen Bundestages und des Bundesrates in dieser Woche. Aber von Politik erwartet man auch, über den Tag hinaus zu denken. Wir werden nach der Pandemie soziale, wirtschaftliche, kulturelle Folgen zu bewältigen haben. Wir haben große haushalterische Herausforderungen nach der Pandemie. Wir lindern derzeit viele Herausforderungen durch die Aufnahme von Schulden. Aber Nachhaltigkeit heißt, die nach der Krise auch im Interesse künftiger Generationen wieder zurückzuzahlen. Und es darf kein Weiter-so geben. Wir müssen als Land besser, schneller, moderner werden. Dieser Modernisierungsschub ist jetzt nötig. Er war ohnehin nötig. Aber er ist nach der Pandemie noch nötiger. Mehr Innovation, mehr Vertrauen, weniger Bürokratie. Nicht die Vorstellung, mit Vorschriften und Verordnungen kriegt man bis ins Letzte jedes Lebensdetail gelöst. Den Menschen etwas zutrauen, das ist der Grundgedanke, der Unionspolitik auszeichnet. Wir müssen Vielfalt als Chance sehen und nicht als Bedrohung. Und wir brauchen das neue Aufstiegsversprechen. Gerade Kinder haben gelitten unter dieser Pandemie, weil die sozialen Kontakte häufig weggefallen sind. Jedes Kind soll aber unabhängig von der Herkunft seiner Eltern den Aufstieg schaffen können in unserem Land. Und da wird die Aufgabe nach der Pandemie noch größer sein, als sie ohnehin schon ist. Und wir wissen, wir werden als Deutschland nicht stark, wenn Europa nicht stark ist. Und deshalb, auch unsere Nachbarn werden nach der Pandemie vor großen Herausforderungen stehen. Und die werden wir nur gemeinsam europäisch beantworten können. Das Deutschland, das ich mir vorstelle, wirkt mit an einem Bündnis von Demokratien in der Welt. Gemeinsam mit unseren transatlantischen Partnern, mit dem festen Glauben an multilaterale Lösungen. Und unser Beitrag als Europa muss offensiver werden in einer Welt auch autoritärer Gesellschaftsmodelle. Wir müssen für unsere Werte von Freiheit, von Solidarität, von Gerechtigkeit, von Menschenwürde kämpfen. In dieser Welt. Das muss Europa wieder ausstrahlen.
dass es einen, wie Jean Monnet gesagt hat, Beitrag leisten will für eine bessere Welt. Und unser Land führt in der Welt nicht durch Größe und Einschüchterung, sondern durch Exzellenz, durch Vorbild und durch Menschlichkeit. Das Deutschland, das ich mir vorstelle, ist ein modernes Land, das zusammenhält. Ein Land, in dem jeder seinen persönlichen Lebensentwurf leben und danach streben kann, seine Wünsche zu erfüllen. Es ist ein Deutschland der Vielfalt, der Diversität. Und dieses Zusammenleben wird aber nur gelingen, wenn wir eine gemeinsame Basis haben. Die Werte unseres Grundgesetzes gelten. Rechthaberei, Aggression, Polarisierung schaden dem Zusammenhalt in unserem Land. Und gerade wenn wir modernisieren wollen, ist Vertrauen eine wichtige Währung. Und das ist mein Ziel. So arbeite ich, seitdem ich politisch tätig bin. Menschen zusammenführen, mit klaren Ideen am Ende auch entscheiden. Und für uns als CDU und CSU bedeutet das, dass wir, die wir in vielen Jahren unserer Republik in kritischen Situationen Führungsverantwortung wahrgenommen haben, dass wir auch nach dieser Pandemie unseren Beitrag leisten wollen für eine gute Zukunft und für ein modernes Deutschland. Dann die erste Frage von Herrn Blank von dpa und danach Frau Heescher vom ZDF. Herr Laschet, Sie haben ja angekündigt, dass Sie sehr intensiv mit Herrn Söder in den Wahlkampf ziehen werden. Wird das jetzt ein Team der Herzen werden, sozusagen, nachdem Herr Blume in München gesagt hat, der Kandidat der Herzen ist es jetzt nun nicht geworden? Wie sieht das dann konkret aus? Und heute sieht das Team der Herzen ja noch nicht so sehr eng zusammen aus, weil beide die Kandidatur woanders vorstellen. Wann werden Sie den ersten Termin gemeinsam haben und gemeinsam sozusagen die Kandidatur dann präsentieren? Danke. Also das werden wir noch genau überlegen, wie wir das machen. Wir sind beide Ministerpräsidenten, die auch in Regierungsverantwortung sind. Beide Kabinette tagen beispielsweise am heutigen Tag. Und wir werden in diesen Wahlkampf als CDU-CSU gemeinsam ziehen, voller Grundvertrauen zueinander und vor allem mit einem gemeinsamen Wahlprogramm. Das ist das Besondere, dass es uns gelingen wird, dass CDU und CSU mit den gleichen Modernisierungsideen vor die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl treten. Dann Frau Heescher, bitte. Herr Laschet, Sie haben von Transparenz gesprochen. Die Nacht von Sonntag auf Montag liegt noch ein bisschen im Dunkeln. Was ist denn das Argument, mit dem Sie Markus Söder letztendlich wieder nach Bayern geschickt haben, dass er sich anders entschieden hat? Und fühlen Sie sich, Angela Merkel hat sich ja öffentlich zurückgehalten, von der Bundeskanzlerin in dem Prozess ausreichend unterstützt? Also, wir haben ja durch unsere gestrige Sitzung ungewollt zu einer Menge Transparenz beigetragen, zu Ihrer Freude und zu unserer Nachdenklichkeit über unsere Arbeit. Ich glaube, dass es auch auf Dauer Gremien und Sitzungen geben muss, in denen man auch vertraulich sprechen kann. Und insofern, glaube ich, haben wir jetzt keinen Nachholbedarf an Transparenz. Das ist zum ersten Teil Ihrer Frage. Zum zweiten, die Bundeskanzlerin hat immer deutlich gemacht, dass sie in dieser Frage neutral bleiben will, sich zurückhalten will, nicht bestimmen will, wer ihr Nachfolger wird. Ich halte das für eine sehr respektable Haltung. Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit. Und die zu gestalten, den Weg zu finden, wie wir uns inhaltlich und personell aufstellen, das ist die Aufgabe der Generation, die jetzt nachfolgt. Und deshalb, wenn es kein weiter so gibt, was meine feste Grundüberzeugung ist, dann ist es auch richtig, dass eine Kanzlerin, die 16 Jahre lang dieses Land
erfolgreich durch viele Krisen geführt hat, nicht selbst daran mitwirkt, was denn danach folgt. Herr Rinke, bitte. Herr Laschet, ich hätte ganz gerne an die eine Frage noch mal angeknüpft. Gab es eine Art Preis, den Sie Herrn Söder gezahlt haben, dafür, dass er nun auf die Kanzlerkandidatur verzichtet? Und die zweite Frage ist, es hat jetzt viele Spekulationen und Vermutungen gegeben, dass Sie beide beschädigt aus diesem Wettkampf hervorgehen, weil eine Menge Bemerkungen fielen über charakterliche Schwächen bei dem einen, mangelnde Fähigkeiten zu mobilisieren bei dem anderen. Wie groß sind die Schäden, die dieser Auswahlprozess hinterlassen hat? Also auf Ihre beiden Fragen würde ich zweimal mit Nein antworten. Okay, dann die nächste Frage, Herr Bröker, bitte. Herr Laschet, das Problem der Zuspitzung in der Machtfrage war ja nicht nur eins des Selbstbewusstseins von Herrn Söder, sondern auch eins in der CDU, weil es relevante Stimmen gab bis hin zu Ihren Stellvertretern, die gesagt haben, bist du da vielleicht überhaupt der Richtige? Wie wollen Sie mit denen jetzt arbeiten, zusammenarbeiten, agieren? Welche Argumente haben Sie, um ihnen glaubhaft zu machen, dass man auch mit Armin Laschet die Umfragen wieder drehen kann? Was ist das zentrale Argument, warum Sie selbst daran glauben, dass das gelingen kann? Und zweite Frage, Team heißt Team auch sichtbar, Persönlichkeiten, Neuaufstellung im Wahlkampf? Oder heißt Team, wir arbeiten alle zusammen, so wie bisher auch? Nein, Team heißt, dass es Menschen sind, Persönlichkeiten sind, die daran mitwirken. Es wird nicht nur einer sein, sondern es werden viele sein. Männer und Frauen übrigens, worauf ich großen Wert lege, dass wir die Breite der Union zeigen. Das hat mich in meinem politischen Leben immer geprägt, dass auch Vertreter des Wirtschaftsflügels und des christlich-sozialen Flügels in Personen sichtbar erkennbar an diesem Prozess mitwirken. Das will ich auch für die Bundesrepublik Deutschland so vorschlagen, denn je mehr unterschiedliche Typen, Ideen, Vorstellungen am Ende zusammenarbeiten, desto mehr gelingt auch der Zusammenhalt im Land. Und von meinen Stellvertretern fühle ich mich sehr unterstützt in diesem Prozess. Und die, die eine andere Entscheidung bevorzugt hätten, insbesondere auch bei den Mitgliedern in den Kreisverbänden, da gingen die Meinungen auch auseinander. Mit denen will ich den direkten Dialog suchen, wie ich das seit meiner Wahl zum Bundesvorsitzenden auch schon gemacht habe. Und dazu haben wir mit den neuen Formaten, die wir seit einigen Jahren intensiv und technisch möglich nutzen, auch die Chance, überall in Deutschland mit jedem zu reden und jedem zuzuhören, der seine Ideen einbringt. Dann eine Frage von Herrn Heller, die uns schriftlich erreicht hat, von der neuen Passauer Neue Presse. Lässt sich die Art der Präsentation Ihrer Kanzlerkandidatur in München daran zweifeln, dass Sie die volle Unterstützung der CSU im Wahlkampf haben werden? Nein. Das war sehr klare Worte, für die ich Markus Söder auch danke. Und ich glaube, alle wollen den Erfolg der Union und alle wissen, was auf dem Spiel steht. Es ist eine Richtungsentscheidung für Deutschland, über die wir hier reden. Wenn ein rot-rot-grünes Bündnis zusammenkommen würde, ist das eine andere Republik. Und das weiß jeder in Bayern und das weiß jeder in den 15 deutschen Landesverbänden der CDU. Dann die letzte Frage an Frau Böse, bitte. Ich habe zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Das eine ist, Sie haben sich ja zweimal jetzt durchsetzen müssen, zum ersten in der Auseinandersetzung um den Parteivorsitz und zum zweiten Mal um die Kanzlerkandidatur. Insbesondere die zweite Auseinandersetzung ist zumindest für Beobachter so, dass man sich fragt, was hat das mit Ihnen gemacht? Was bedeutet das für Sie? Hat Sie das verletzt? Wie? Zum Beispiel die Situation in der Bundestagsfraktion vor einer Woche. Und die zweite Frage, wenn Sie erlauben, Sie selbst haben ja gesagt, dass auch die Zusammenarbeit mit den beiden unterlegenen Kandidaten um den Parteivorsitz weitergehen soll. Wie wird das jetzt aussehen? Wie hoffen Sie auf die Unterstützung? Was erwarten Sie von Friedrich Merz und Norbert Röttgen? Also, ich bin ein Mensch, der das offene Wort schätzt. Und wenn man das schätzt, muss man auch damit leben können, dass es dann ausgesprochen wird.
und dass es Situationen gibt, in denen man auch sehr kritisch miteinander redet, aber man muss die Welt nehmen, wie sie ist. Und unsere Welt ist eine, wo es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen gibt und die dann auch wahrzunehmen, ihnen auch Raum zu geben, aber am Ende zu einer Entscheidung zu kommen. Das ist auch das, was Deutschland nach der Wahl im September braucht. Und ich habe mich gefreut, dass wir einen Wettbewerb hatten in der CDU, aber dass beispielsweise Friedrich Merz, der für viele, viele Millionen Menschen eine Persönlichkeit ist, die sie schätzen, dass der gesagt hat, ich unterstütze dich. Das zeigt, man kann auch aus Wettbewerb am Ende so zusammenkommen, dass ein neues Team entsteht. Und darüber bin ich dankbar und ich hoffe und bin sicher, dass uns das jetzt auch zwischen CDU und CSU in gleicher Weise gelingt. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön. Bitte. Das war also die erste Ansprache von Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union. Bei mir im Studio weiterhin unser Bild-Politikchef Jan Schäfer. Jan, was war das für eine Rede gerade? Das ist ja das erste Zeichen, das er jetzt gesetzt hat in dem nun beginnenden Wahlkampf. Es war auf jeden Fall schon von der Mimik her ein Gegenstück zu dem, was wir heute Mittag aus München sehen konnten. Dort trat ja Markus Söder relativ grimmig auf, war kurz angebunden und ließ auch gar keine Nachfragen zu. Jetzt haben wir Armin Laschet gesehen, auch zuvor den Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak. Beide doch sehr gelöst, muss man sagen. Und Armin Laschet hat, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ja nicht nur ein paar Fragen beantwortet, sondern eine Kurzrede gehalten. Ähnlich der, die er vergangene Woche schon mal, wo er skizziert hat, was eigentlich seine zentralen Punkte sind. Er hat nochmal gesagt, es darf kein weiter so geben, will sich damit erkennbar auch von Angela Merkel ein bisschen distanzieren von ihrer bisherigen Politik, hat dann Wert gelegt, noch mal darauf zu setzen, dass es in Deutschland weniger Bürokratie geben muss, dass Deutschland insgesamt auch bei Digitalisierung besser werden muss, schneller, effizienter waren seine Worte. Er hat noch mal den europapolitischen Kurs noch mal skizziert und auch gesagt, Europa muss offensiver werden. Europa muss auch gerade Staaten wie China, Russland, also aggressiven Staaten, ganz anders und viel deutlicher gegenübertreten. Und das Entscheidende, er hat nochmal an Markus Söder appelliert zum Mitmachen, hat ihm gedankt für die Unterstützung, die ihm zuteil geworden ist und hat am Ende auch gesagt, man sieht, dass Friedrich Merz, ein ehemaliger Konkurrent, ja nun in das Team von Armin Laschet eingerückt ist oder ihn unterstützt, dass aus Wettbewerbern auch ein Team werden kann und hofft, dass also Markus Söder entsprechend auch sich in dieses Team einbinden lassen wird. Also ein paar Programmpunkte sozusagen, schon mal eine Idee davon, was jetzt kommen wird. Trotzdem, Markus Söder hat es mehrfach gesagt, wir kennen das aus der Politik. Es geht da nicht immer ums Programm, sondern manchmal auch einfach nur um die Person, wenn die Wähler dann entscheiden, wo sie ihr Kreuzchen setzen. Wie groß werden da für Armin Laschet jetzt die Probleme sein, vor allem nach den letzten Tagen? Man hat ja gesehen, die Basis der CDU möchte ihn nicht. Einige der Landesvorstände waren da nicht ganz hinter ihm. Was sagt das also den Wählern in ganz Deutschland, wenn die eigene Partei da schon nicht ganz zufrieden mit ist? Ja, das wird die erste Herausforderung für Armin Laschet. Bevor er sich um die Wähler kümmern kann, muss er sich zunächst um die eigene Partei kümmern, um die eigenen Mitglieder und um die Mitglieder und Politiker der Schwesterpartei CSU. Das wird das sein, das wird die zentrale Aufgabe für Armin Laschet sein in den nächsten Wochen, dass er an die Basis geht, dass er den Mitgliedern auch zeigt, dass er es wert ist, der Kanzlerkandidat zu sein, dass auch die Mitglieder für ihn dann in den Wahlkampf ziehen. Denn die sind es am Ende ja, die auf der Straße stehen, die auch bei Regen Plakate kleben, also die Union quasi im Wahlkampf sichtbar machen und dann entscheidend für seinen möglichen Erfolg beitragen. Das wird das Erste sein, was er machen muss. Aber Armin Laschet, das glaube ich schon, ist schlau genug. Hat er ja auch bewiesen in den vergangenen Wochen, dass er es versucht, mit den Mitgliedern und auch ein Team zu bauen, was in alle Bereiche reinstrahlt, in den Wirtschaftsflügel, in den, wie er es genannt hat, christlich-sozialen Flügel und natürlich auch so reinzustrahlen, dass auch CSU-Politiker sagen können, ja, wir können uns mit Armin Laschet identifizieren.
Also ganz schön viel, was da zu tun ist, was jetzt auf ihn zukommt, vor allem in den kommenden Wochen. Denn er ist ja auch weiterhin NRWs Ministerpräsident. Die Corona-Krise geht auch weiter. Paul hatte es schon gesagt, jetzt, wo die Entscheidung bei den großen Parteien steht, kann man sich auch da wieder besser drauf konzentrieren. Und wir behalten das natürlich auch für Sie im Blick, wollen uns damit für den Moment verabschieden. Alle weiteren Informationen und aktuellen Entwicklungen rund um die Bundestagswahlen, die Kanzlerkandidaten, die Corona-Krise und allem anderen, was die Welt bewegt, finden Sie natürlich wie immer auf bild.de. Und damit verabschiede ich mich für den Moment. Vielen Dank, Jan, und bis bald.